Also es ist eine groß orchestrierte und lange vorbereitete Gegenkampagne gegen den Erfolg, den die AfD und andere Gruppen in Deutschland dadurch haben, dass die Regierung auf ganzer Linie versagt und Politik gegen das Volk macht. Und da musste so eine Gegenerzählung her. Und diese Gegenerzählung ist schon, muss man sagen, sehr professionell vorbereitet und aufbereitet worden, hat das Zeug zur Mobilisierung von Massen, das sehen wir ja jetzt. Ich muss Ihnen aber auch sagen, dass wir für dieses Wahljahr, das sind ja die Europawahl und drei wichtige Landtagswahlen beschert, nichts anderes erwartet habe. Es ist tatsächlich was Außergewöhnliches und mich wundert immer wieder, dass die Leute, die im Schnitt ja unzufrieden sind mit dem, was die Regierung liefert, sich dann durch diese Großerzählung einer Gefahr von rechts und einer vor allem einer totalitären Gefahr von rechts so schnappen, ködern und auf die Straße treiben lassen. Mich bringt es immer in Zweifel, ob wir es tatsächlich mit mündigen Bürgern zu tun haben. Also es wird schon mit der Lunte gespielt, es wird an der Lunte gezündelt. Wir sagen untereinander immer, und das sagen wir nicht sarkastisch, sondern in so einer Art Vorbereitungsernst, den einen Verrückten mit dem Messer gibt es immer. Es ist falsch, sich zu distanzieren. Ich bin aber auch da entspannt, weil ich mir sage, man lernt mit jedem Vorgang dazu. Und die Politik hat nun mal andere Bewegungsverhaltensgesetze als wir, das sogenannte Vorfeld oder der Rückraum, das haben kann. Ich bin nicht wählbar, ich muss mich nicht aufstellen, ich muss nicht gewählt werden, um weiterhin Verleger zu sein und kann mich dadurch, glaube ich, stabiler und anders verhalten, als dass Politiker können, die immer nicht genau wissen, wie auch die Machtgefüge innerhalb der Partei sind. Ich muss aber sagen, dass ihr FPÖ-Chef Kickl im Grunde vorbildlich reagiert auf solche Versuche, Spaltkeile zu treiben und ihn zu Distanzierungen zu zwingen. Er umschifft es und kontert es auf eine sehr, sehr souveräne Weise. Und ich hoffe immer sehr, dass unsere Parteivorsitzenden in Deutschland sich viel von ihm abschauen.